Auch beim Türeneinbau werden die Mitarbeiter aus ergonomischen Gründen von maschinellen Tragehilfen unterstützt. Noch das Lenkrad, dann ist der Innenraum des Autos so gut wie komplett. Das Wichtigste fehlt natürlich noch, der Motor. Er wird jetzt aus dem Motorenlager geholt. Motoren werden bei BMW im Produktionsnetzwerk gebaut, das heißt, die verschiedenen BMW-Werke bauen unterschiedliche Fahrzeug- und Motortypen. Der Dieselmotor, der in unseren topazblauen Dreier eingebaut wird, kommt aus dem BMW-Motorenwerk im österreichischen Steyr. In München werden unter anderem alle 6-, 8- und 12-Zylinder-Benzinmotoren gebaut. Inzwischen wird der Motor mit dem Getriebe verbunden. Danach werden Motor und Getriebe mit den Achsen und der Gelenkwelle auf einem Montageträger vormontiert. Und dann trifft das Fahrwerk mit Motor auf die Karosserie. Hochzeit nennen viele dieses große Ereignis. In der Fachsprache Aggregateeinbau. Die komplette Antriebseinheit fährt dabei unter die Karosserie, die an einem Fördersystem angebracht ist. Karosserie und Antriebseinheit werden bei der Hochzeit bis auf 15 cm einander angenähert. Vorgefügt nennt man das. Dann werden sie elektronisch von Robotern verschraubt. Mit der Hochzeit beginnt der letzte Produktionsabschnitt, die Endmontage. Mit den typischen Mieren erhält der BMW sein unverkennbares Gesicht. Der hintere Stoßfänger wird montiert. Und auch vorne rundet der Stoßfänger das Gesicht des Autos ab. Nicht ganz so schnell wie in der Formel 1, die Verschraubung der Räder. Ab jetzt kann das Auto auf eigenen Beinen stehen. Wenige Meter bevor das Auto das Band verlässt, wird es betankt. Auch Brems- und Kühlflüssigkeit dürfen nicht fehlen. Eigentlich könnte das Auto jetzt losfahren. Doch damit der Kunde wirklich zu 100% Freude am Fahren erleben kann, werden die Bediensysteme nochmals überprüft. Endlich ist der große Moment gekommen. Zum ersten Mal fährt das Auto aus eigener Kraft. Doch noch muss das Auto einige Prüfungen über sich ergehen lassen. Die Scheinwerfer und die Spur werden getestet und eingestellt.
dann der wichtigste Test der Endkontrolle. Im Rollenprüfstand werden alle Systeme bei voller Fahrt auf Herz und Nieren geprüft. Jeder BMW soll nicht nur technisch und funktionell perfekt das Werk verlassen. Auch optisch möchten wir dem Kunden sein Fahrzeug in einem einwandfreien Zustand übergeben.